Und ich rufe den Tagesordnungspunkt 78 auf. Das ist die Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU. Gerade jetzt lassen wir in Hessen nicht nach, gemeinsam zweiten Lockdown verhindern. Drucksache 3743 aus 20. Und als erstes für die CDU-Fraktion hat sich Herr Dr. Falk zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit zunehmendem Alter werden die Dinge, die man zum ersten Mal macht, immer seltener. Ich freue mich deshalb besonders, dass ich heute hier zum ersten Mal zu Ihnen sprechen darf. Ich möchte gerne der Corona-Situation in Hessen auf den Grund gehen, was nicht so erschreckend einfach ist wie mitten im Sommer am Edersee. Sie werden sich sicherlich erinnern, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 25. Februar diesen Jahres gab es in Deutschland 16 Infizierte. Am 25. März, also einen Monat später, waren es deutschlandweit bereits 31.554 Infizierte. Was macht also Mitte März ein Mathematik- und Physiklehrer? Er prüft die Daten und legt ein exponentielles Wachstum zugrunde und schaut, wie es weitergehen könnte, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Ausgehend vom 25. März dieses Jahres hätten wir am 5. April 500.000 Infizierte und am 8. April 1 Million Infizierte in Deutschland gehabt. Wir hatten in den ersten 4 Wochen der Pandemie deutschlandweit eine Verdopplungszeit von 3 Tagen. Heute haben wir knapp 300.000 Infizierte. Die Situation kann mit dem Rasen eines Autos auf einen Brückenpfeiler verglichen werden. In dieser Situation half nur eine Vollbremsung in Form eines Lockdowns. Dieses Manövers des letzten Augenblickes ist Hessen und ganz Deutschland gut gelungen, und zwar wegen des föderalen Bremssystems und nicht trotz. An dieser Stelle wollen wir aber auch nicht diejenigen vergessen, die erkrankt oder gar verstorben sind in dieser Zeit, und die wird es auch weiterhin geben. Nach einer Phase des Durchatmens und der Dankbarkeit haben sich die Ersten vor das kurz vor dem Brückenpfeiler zum Stehen gebrachte Auto gestellt und Diskussionen angezettelt, man habe doch noch 3 Meter Platz zum Brückenpfeiler gehabt und die Vollbremsung sei übertrieben gewesen. Davon distanziere ich mich ausdrücklich. In Form und Inhalt. Diese Vollbremsung hat vielmehr die Gesundheit und das Leben vieler Menschen gerettet. Es kann auch anders ausgehen. Das haben Bilder aus Bergamo und vielen anderen Regionen erschreckend und zugleich sehr traurig gezeigt. Dass bislang in Hessen und Deutschland die Pandemie relativ glimpflich verlaufen ist, haben wir richtigem und konsequentem Regierungshandeln und einer großartigen Gemeinschaftsleistung der Bürgerinnen und Bürger in Hessen und in ganz Deutschland zu verdanken. Viele von Ihnen wissen vielleicht seit dem eigenen 11. Schuljahr, wie gewaltig exponentielles Wachstum ist. Und für die erfolgreiche Durchbrechung dieser gefährlichen Entwicklung können wir sehr dankbar sein. Über die wirtschaftlichen Folgen und die zahlreichen Unterstützungsangebote haben der Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und unser wirtschaftspolitischer Sprecher Heiko Kasseckert vorgestern ausführlich gesprochen. In diesem Zusammenhang verweise ich auf die Willinger Erklärung der CDU Hessen vom letzten Samstag. Und dennoch wissen wir, spätestens seit dem 26. Mai 1999, dem Tag des Champions-League-Finales zwischen Bayern München und Manchester United, dass jedes Spiel 90 Minuten dauert. Im Spiel unseres Landes gegen das Coronavirus steht es 1:0. 1:0 für uns. Wir haben gerade die Halbzeitpause hinter uns gebracht. Nun steht uns eine sehr anstrengende zweite Halbzeit bevor. In 84 Tagen ist Heiligabend. Wir müssen alles daran setzen, dass auch Weihnachten 2020 ein schönes Fest wird. Die zweite Welle steckt nicht in der DNA des Virus. Das Virus wird nicht nach 6 Monaten plötzlich gefährlicher.
Wenn sich die jetzt stark ansteigenden Infektionszahlen zu einer zweiten Welle ausweiten, dann liegt es an uns Menschen. Wir wähnen uns beim Spielstand von 1:0 in trügerischer Sicherheit und werden nachlässiger. Das Spiel ist noch lange nicht gewonnen. Wir haben es selbst in der Hand, ob wir die zweite Halbzeit und somit auch das Spiel für uns entscheiden. Es beruhigt dabei, dass wir einen Trainer mit Erfahrung und Weitsicht an der Seite haben, der besonnen mit seinem Trainerteam die Herausforderung annimmt. Gerade jetzt lassen wir in Hessen nicht nach. Lassen Sie uns gemeinsam den zweiten Lockdown verhindern. Vielen Dank. Herr Dr. Falk, das war fast eine Punktlandung und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Jungfernrede. Als nächstes darf ich Herrn Richter von der AfD nach vorne bitten. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Gerade jetzt lassen wir in Hessen nicht nach, gemeinsam zweiten Lockdown verhindern. So heißt die Aktuelle Stunde der CDU. Die Stoßrichtung der CDU ist damit klar. Eine erneute Selbstbeweihräucherung eigener Politik, trotz massivem Versagens auf vielen Ebenen und bei der Klärung vieler Fragen, die weiterhin nicht beantwortet werden und die eben auch nicht beantwortet wurden. Um es noch einmal klar auszudrücken, bereits der erste Lockdown hätte bei rechtzeitigem Handeln verhindert werden können. Und allein eine völlig unzureichende Vorbereitung war verantwortlich dafür, dass heute wirtschaftlich vor einer katastrophalen Situation stehen, wir alle und für viele Gewerbetreibende die Zukunft entweder weiter ungewiss ist oder aber der Weg ins gesellschaftliche Abseits längst stattgefunden hat. Selbstverständlich können wir eine zweite solche Situation nicht erneut zulassen und Fehler wiederholen, die bereits Anfang des Jahres zu Ergebnissen geführt haben, an denen wir noch lange Jahre, meine Damen und Herren, zu knabbern haben. Das ist uns allen doch völlig klar. Und ja, die Vorschläge haben Sie ja Ende Januar von uns schon gehört, wo Sie noch gar nicht an die Pandemie geglaubt haben. Das ist uns allen doch völlig klar. Und ja, so hat man jetzt gelernt, wenn Sie Fehler machen, müssen andere die ausbügeln. Das ist uns allen doch völlig klar. Und ja, so hat man jetzt gelernt, kleinteiliger zu agieren und mit mehr Maßnahmen versucht, man eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden, ohne aber wirklich belastbare Daten und Fakten zu haben, welche Maßnahmen Erfolg versprechen, ohne mangels valider wissenschaftlicher Studien wirklich zu wissen, ob Maßnahmen tatsächlich wirksam sind oder nicht. Vor allem aber ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob überhaupt noch eine systemische Gefahr für die öffentliche Gesundheit, also für die Gesundheitsinfrastruktur und damit der Bevölkerung selbst noch existent ist. Wir wissen wiederum nicht, wie sich mittel- und langfristige Folgeerkrankungen auswirken, wie gefährlich sie für den Patienten sind und vor allem, wie hoch ist der Anteil an Patienten, die solche mittel- und langfristigen Folgeerkrankungen entwickeln. Ohne dieses Wissen können wir aber nicht abschätzen, ob in unserem Land eine entsprechend systemische Gefahr überhaupt existent ist. Und selbst das RKI verneint dies aktuell deutlich. Lesen Sie die aktuellen Zahlen. Wenn die wichtigsten Fragen entweder nicht beantwortet werden oder keine nennenswerte Gefahr aufzeigen, meine Damen und Herren, werden Maßnahmen an sich fragwürdig und damit natürlich erst recht eine Aktuelle Stunde, in der die hessische Regierung Maßnahmen als positiv darstellen möchte, die möglicherweise überhaupt nicht die gewünschte Wirkung erzielen oder die tatsächlich niemand mehr braucht. Gedanklich können wir durchaus die Situation skizzieren, dass der eher sehr milde Verlauf dieser Viruserkrankung, bitte achten Sie auf diese Worte, in Deutschland und auch in Hessen erneut politisch instrumentalisiert wird und man ihn dazu nutzt, auf allen Ebenen eigene ideologisch-politische Vorhaben vorwärts zu treiben und über diese Erkrankung sich nicht nur zu profilieren, sondern auch mit dem Sondervermögen und viel mehr dem Bürger zu signalisieren, dass der hessische Bürger alleine nicht überlebensfähig sei.
Meine Damen und Herren von der CDU, hessische Bürger braucht die CDU nicht, um überlebensfähig zu sein. Seien Sie sich dessen sicher. Der hessische Bürger braucht Sie nicht, um überlebensfähig zu sein, auch wenn Sie es immer so darstellen und sich besonders aufplustern. Dabei kann man bereits bei den Masken feststellen, dass diese bei mangelnder Qualität eher nutzlos sind und selbst bei hoher Qualität zu Atemnot, Sauerstoffmangel und Kopfschmerzen führen. Die Masken sind für weite Teile der Bevölkerung mittlerweile allerdings nicht nur einfach politischer Aktionismus. Für viele Menschen ist der Mund-Nasen-Schutz auch ein Zeichen der Unterdrückung. Das müssen Sie einfach wahrnehmen. Und spätestens hier muss die Politik sehr genau aufhorchen und sehr genau begründen. Sie müssen es begründen, warum Sie handeln, wie Sie handeln. Meine Damen und Herren von der hessischen Regierung, ein zweiter Lockdown steht angesichts der wissenschaftlichen Fakten nicht mal ansatzweise vor der Tür. Vielmehr müssen die eher kleinteiligen Maßnahmen, die ergriffen wurden, auf den Prüfstand und Stück für Stück abgebaut werden. Gehen Sie einen neuen Weg. Gehen Sie einen vernünftigeren Weg. Setzen Sie auf wissenschaftliche Aufklärung und vor allem setzen Sie auf Freiwilligkeit in der Bevölkerung. Damit haben Sie Erfolg. Mit dem, was Sie jetzt machen, haben Sie keinen Erfolg. Vielen Dank. Als nächstes hat sich die Fraktionsvorsitzende der SPD, Frau Faeser, nicht zu Wort gemeldet. Entschuldigung, habe ich es falsch. Dann rufe ich auf Herrn Bocklet von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zunächst einmal Danke sagen an den Kollegen Falk und die CDU-Fraktion. Ich finde es nach wie vor wichtig, über Covid zu reden, weil wir immer noch weit entfernt sind von der Normalität. Ich aber feststelle, wir haben mehr und mehr zunehmende Zweifel daran, dass die Maßnahmen sinnvoll, wenn auch besonnen sind. Deswegen, wir müssen weiter darüber reden und einen Diskurs führen. Das ist eine gute Aktuelle Stunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich beginne gerne damit zu sagen, ich habe Verständnis dafür, dass viele Menschen diese Maßnahmen hinterfragen. Ich habe Verständnis dafür, dass wir uns darüber streiten. Gerade gestern Abend im SIA haben wir wieder ein, zwei Stunden damit verbracht, Fragen zu beantworten. Wir waren im SIA, im KPA. Doch, wir haben da diskutiert, Herr Rudolph. Auch wir heißt alle, die da anwesend waren. Ich weiß nicht, ob der Geschäftsführer das für hinreichend klug hält, das dazwischen zu brüllen, aber das ist ja bei ihm immer so eine Frage. Also ich komme mal zu den Fakten. Wir haben in Deutschland immer noch 1.800 Neuinfektionen. 15 von 27 Ländern der Europäischen Union haben Maßnahmen, für 15 von diesen 27 Ländern sind Reisewarnungen ausgesprochen worden. Tschechien und Slowakei haben den Notstand ausgerufen. Belgien ist gerade neu hinzugekommen bei der Frage, ob es dort eine Reisewarnung dorthin gibt. Und wir haben in Frankreich und in vielen anderen Ländern, in Spanien beispielsweise, viele Tausende Neuinfektionen. Es ist für mich unverständlich, auch wenn man die hessischen Zahlen sieht, 150 Neuinfektionen, das ist ein kleiner Beitrag, aber es ist eine Zelle dessen, wie schnell sich das Ganze multiplizieren kann. Wir haben in Deutschland 10.000 Tote gehabt. Dann kommt der Redner der AfD hierher und sagt, es ist wissenschaftlich immer noch nicht bewiesen, ob diese Krankheit gefährlich ist. Wie ignorant wollen Sie denn eigentlich noch sein? Wie ignorant wollen Sie denn sein? Nehmen Sie doch mal Ihren... Herr Lambrou, das ist eine Krankheit mit vergleichsweise mildem Verlauf. Ich hoffe, Sie werden das den 10.000 Angehörigen der Toten dieser Krankheit mal erklären, wie mild dieser Verlauf war. Das ist eine Unverschämtheit. Bitte schenken Sie dem Redner etwas mehr Aufmerksamkeit. Ich finde das eine Bagatellisierung dieser Krankheit. Und wir haben Gott sei Dank eine Umfragen. Und deswegen sollten wir auch weiter so arbeiten, besonnen und aber entschlossen. 92% der Bevölkerung, war jetzt die letzte Umfrage, sind mit den Maßnahmen einverstanden. 21% fordern sogar striktere Maßnahmen. Lediglich 13% lehnen diese Maßnahmen ab. Wir können davon ausgehen, also dass weit über 80% der Bevölkerung
einsichtig sind, dass es sich um eine schlimme Krankheit handelt und dass wir weiter besonnen und entschlossen handeln müssen. Und wir werden weiter von diesem Pult auch dafür werben müssen. Das ist noch, wir sind weit entfernt von der Normalität. Wir sind auch alle genervt. Ich habe auch keine Lust mehr auf die Maske, aber es ist eine Notwendigkeit. Und darüber müssen wir gemeinsam hier aus dem Saal das Signal nach Hessen senden und die Bundesrepublik und an alle, die Zweifel haben. Liebe Bürgerinnen und Bürger, seien Sie weiter besonnen. Hören Sie nicht auf die Heizer von Rechtspopulisten. Ich will es auch noch einmal sagen, ich finde, ohne dass man das gleich als Selbstbeweihräucherung nehmen muss, es ist wirklich zu danken der Landesregierung, dem Innenminister mit seinen Krisenstäben, dem Ministerpräsidenten, der immer wieder uns auch bundesweit hervorragend vertritt, und natürlich auch dem Gesundheitsminister Kai Klose und all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien, die wirklich wortwörtlich rund um die Uhr gearbeitet haben, damit diese Krise hier in Hessen im Griff bleibt. Ich bedanke mich ausdrücklich dafür. Ich bedanke mich auch dafür, dass das Eskalationsstufenkonzept von Kai Klose auch tatsächlich zur Anwendung kommt. Wir haben Nachverfolgungsquoten in Hessen von über 85%. In anderen Bundesländern liegt sie deutlich darüber, darunter Bayern nur 43, Baden-Württemberg 52 und das Saarland liegt auch nur bei 69%. Das heißt, wir haben auch gute Nachverfolgungsquoten, und wir unterstützen auch die lokalen Gesundheitsämter. Es bleibt eine Daueraufgabe. Es bleibt eine Daueraufgabe für die Politik, dafür zu werben, dass jede Maßnahme wichtig ist. Und natürlich werden wir auch im Nachhinein wissen, dass bestimmte Maßnahmen vielleicht weniger glücklich sind als andere. Aber entscheidend ist doch, dass für uns immer das Ziel ist, wir wollen die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger schützen, und das im Zweifel pro den Bürgerinnen und Bürgern und immer pro einer Maßnahme. Im Nachhinein kann man dafür sagen, wir nehmen das nächste Mal eine andere Maßnahme. Aber dass wir zunächst einmal im Zweifel für die Gesundheit der Menschen werben, das finde ich eine Verpflichtung aller hier anwesenden Parteien. Als nächstes erteile ich dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Herrn Rock, das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! In dieser Aktuellen Stunde mit diesem Titel steht man in 5 Minuten vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Man kann dieses Thema an dieser Stelle, ja, Herr Wagner, Sie können das vielleicht, aber in 5 Minuten kaum abhandeln. Ich habe das Verständnis, dass die Union nach dem Treffen der Ministerpräsidenten jetzt hier den Bedarf hat und auch Ministerpräsident Volker Bouffier hier auch vor die Bürger tritt und sich erklärt. Das halte ich für wichtig. Es wäre halt schön, wir würden künftig einen Modus finden, dass wir das in ausreichender Zeit alle gemeinsam schaffen und nicht auf so einem Vehikel der Aktuellen Stunde. Wie gesagt, nichtsdestotrotz finde ich es sehr wichtig, dass der Ministerpräsident heute den Bürgerinnen und Bürgern eben erklärt, wie es in der Krise in unserem Land weitergeht. Und ich möchte auch die Unionskollegen noch einmal bitten, mit den absoluten Wahrheiten vorsichtig zu sein. Es ist eine Krise, die wird vielleicht erst in 1 oder 2 Jahren bewertet werden. In 1 oder 2 Jahren werden wir uns alle anschauen, was macht man richtig und was macht man falsch. Heute schon zu sagen, den Applaus habe ich mir nicht gewünscht, aber heute schon zu sagen, ich weiß, was alles richtig gewesen ist und was nicht, das ist schon eine gewisse Hybris, weil ich bin mir sicher, wenn ich die Debatten der Wissenschaftler in unserem Land verfolgt habe, dass wir auf einem schwierigen Weg sind. Meine Fraktion, die Freien Demokraten, viele, viele Bürgerinnen und Bürger haben mit der Exekutive, mit den Regierungen großes Verständnis, sich vorsichtig voranzutasten, wie man mit der Krise umgeht. Aber das muss man den Menschen dann auch in einer gewissen Weise zurückgeben und sagen, das ist die ehrliche Botschaft aus unserem Stand jetzt, ist das die Entscheidung. Wir wissen nicht ganz, ob sie richtig ist. Aus den Gründen haben wir sie getroffen. Und es gibt noch keine absolute Wahrheit, ob es gut war oder schlecht. Das werden wahrscheinlich im Zweifel Historiker in 50 Jahren feststellen, aber nicht hier in so einer Debatte. Der Ministerpräsident wird jetzt hier gleich eine, denke ich, ausführliche Darstellung machen. Ich möchte ihm vielleicht 3 Themen mit auf den Weg geben aus der Sicht der Freien Demokraten, die er vielleicht in seine Betrachtung mit einbeziehen kann. Im Grundsatz, wo stehen wir eigentlich? Wo stehen wir eigentlich in Hessen? Was sind die nackten Fakten und die nackten Zahlen?
Es fällt mir ein bisschen schwer, diese Zahlen heute hier so vorzutragen, weil ich immer noch das Bild vor Augen habe, als meine Mutter in ihrer Wohnung alleine war. Ich habe gesagt, geh bitte nicht raus. Wir sind jeden Tag vorbeigekommen, meine Frau und ich. Wir haben Essen vorbeigebracht. Wir haben sie angefleht. Bleib da, geh nicht raus. Wer weiß, wenn du im entsprechenden Alter bist, ist es höchstwahrscheinlich, wenn du erkrankst, dass du vielleicht an dieser Krankheit verstirbst. All das haben wir noch vor Augen. Und es ist nicht so, dass das irgendwie in irgendeiner Weise von uns nicht persönlich erlebt und gewürdigt wird. Dennoch ist es unsere Aufgabe, auch auf Fakten zu schauen. Und wenn ich mir die Fakten, die hier in Hessen vom RKI oder vom Ministerium öffentlich gemacht werden, wenn ich mir die ansehe, dann trage ich die gerade mal vor. Unter 35 gibt es keinen Todesfall in Hessen. Zwischen 35 und 59 Jahre gibt es 24 männliche Tote und 5 weibliche Tote. Wenn man das ein bisschen anders betrachten würde, eine andere Zusammensetzung, wird man sehr schnell erkennen in anderen Statistiken, die Risikosituation über 50 Jahre steigt massiv an. Und sie eskaliert, wenn man das so sagen will, zwischen 60 und 79 Jahren ist die Gefahr, dass man an diesem Virus tatsächlich verstirbt, über 7%. Und über 80 Jahre ist die Wahrscheinlichkeit, dass man an diesem Virus verstirbt, bei 28,7% in Hessen. Das ist höchst bedrohlich. Aber es zeigt uns auch, und das hat das RKI in seiner Impfstrategie für Grippeimpfung klar gemacht, es ist eine gut konkret eingrenzbare Gruppe, die hochgefährdet ist. Die hochgefährdet ist. Mir ist klar, wenn ich erkranke und nicht sterbe, kann ich trotzdem maßgebliche Einschränkungen meiner Gesundheit haben. Aber ich glaube, das ist trotzdem ein signifikanter Hinweis und auch eine Hinterfragung der Landesregierung. Warum sind so viele Menschen über 80 gestorben in unseren Altersheimen? Haben wir sie nicht ausreichend und schnell genug geschützt? Auch das wird eine Frage sein, die mir mit Abstand mal tatsächlich sich anschauen muss. Da gibt es einfach auch wirkliche Fragen, die sich stellen. Ich möchte Sie um zwei Dinge bitten. Machen Sie den Menschen nicht Angst, um zu hoffen, dass sie sich an die Regeln halten, sondern machen Sie ihnen Hoffnung, dass, wenn sie sich an die Regeln halten, es auch gut ausgeht. Das ist meine erste Bitte. Machen Sie den Menschen endlich Hoffnung und nicht Angst. Sprechen Sie den Familien und den Kindern unseres Landes eine Bildungs- und Betreuungsgarantie aus, wie es andere Bundesländer auch gemacht haben. Garantieren Sie den Familien, dass es eine Bildungs- und Betreuungsgarantie wird, und nehmen Sie den Familien Angst. Machen Sie diese Aussage. Und führen Sie eine hessische Corona-Ampel ein, die sich nicht allein nur an der Frage festhält, wie viele Infizierte pro Tag. Herr Rock, kommen Sie bitte zum Schluss. Die nur 4 Kriterien auf. Das erste Kriterium ist die aktuelle Zahl der Infizierten pro Tag. Das zweite Kriterium, gibt es Cluster, das heißt, ist es eine Familie gewesen oder sind es tatsächlich mehrere Herde? Das dritte ist, wie ist die Auslastung unserer Krankenhäuser? Nämlich ist es zurzeit so, wir haben 2300 Betten und 16 Personen sind in Hessen an Intensivbetten in Behandlung, 16 Personen. Und das vierte ist aus meiner Sicht, wie viele Menschen sind tatsächlich in Intensivbetten in Behandlung? Nehmen Sie mehr als ein Kriterium, um die Situation in unserem Land abzubilden. Das ist meine Bitte, Herr Ministerpräsident. Für die Fraktion Die Linken bitte ich nun Frau Böhm ans Rednerpult. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich denke, es ist ein Zeitpunkt, um festzustellen, ist das, was gemacht worden ist, bisher erfolgreich, erfolgversprechend, sinnvoll gewesen. Das ist ganz sicher richtig, aber mir geht es wie Herrn Rock. Die 5 Minuten werden auf keinen Fall ausreichen. Deswegen habe ich mir einfach mal unsere Position, die wir im März festgelegt haben, wie wir veröffentlicht haben, 5 Tage nach dem Lockdown, was wir gesagt haben, wir haben ein Papier verabschiedet, veröffentlicht zu dem Thema Garantien für ein solidarisches Miteinander in Zeiten der Corona-Krise. Und dort haben wir, und das möchte ich dieses eine zentrale Aussagen dieses Papiers mit dem, was passiert ist, tatsächlich kontrastieren. Wir haben damals gefordert, dass es Gehaltszulagen für Beschäftigte gibt, insbesondere auch in der Pflege, auch um Anreize für zeitweilige Berufsrückkehr zu schaffen.
Das werden wir mit den 1.500 € nicht hinbekommen, die ja auch nur für die Mitarbeiter der Pflege und der Altenpflege, Gesundheitswesen, Altenpflege bekommen und andere, die vergleichbare Tätigkeiten machen, leer ausgehen. Und Sie haben natürlich versäumt, und ich denke, das ist das Entscheidende, und wir müssen unser Gesundheitswesen tatsächlich Corona festmachen. Wir müssen es überhaupt festmachen für eine gute Versorgung. Sie haben versäumt, die Arbeitsbedingungen für das Personal in Gesundheitseinrichtungen zu verbessern. Die Verfügbarkeit von Hygieneprodukten auch für Kitas und Schulen ließ ewig auf sich warten. Das treibt inzwischen echte Blüten, wenn Schulleitungen und Berufungen auf das Kultusministerium die Eltern anweisen, Handtücher und Seife mit den Kindern in die Schule zu geben, damit sie sich zwischendrin die Hände waschen können. Ich weiß noch gar nicht, ob von Seife, also wäre mir unbekannt, dass von Seife die Viren ausgehen, übertragen werden können. Aber solche Blüten treibt das eben. Und die Kommunen waren die ganze Zeit oder weitgehend oder viel zu lange auf sich selbst gestellt, wenn es um die Schutzausrüstung geht. Und viele Einrichtungen haben ja heute noch das Problem, dass sie sich völlig überteuerte Produkte anschaffen müssen. Es gab zum Beispiel keine und es gibt immer noch keine Maßnahmen von Seiten des Landes, um wohnungs- und obdachlose Menschen mit grundlegenden Hygieneprodukten zu versorgen. Arme Menschen wurden in der Krise sowieso vergessen. Sie haben keinen Aufschlag auf die Grundsicherung erhalten, obwohl vieles teurer geworden ist und die Tafeln lange genug nicht aktiv waren. Die Hilfe des Landes für die Tafeln war nur ein kleiner Schritt. Und allerdings fiel dieser Teil inzwischen einer Armutsstruktur in Deutschland viel zu lange aus. Immerhin waren Sie in der Lage, die Macht über die Kliniken zu übernehmen. Ob es tatsächlich sinnvoll war, den Corona-Kliniken den Zugriff auf Personal und Einrichtungen anderer Kliniken zu gestehen, ohne einen Ausgleich festzulegen, das bezweifle ich. Ich bin aber froh, dass es nicht so weit kommen musste. Ob Sie die Lehre für die Zukunft gezogen haben, dass das Gesundheitswesen und der Pflegebereich nicht länger kaputtgespart oder durch Privatisierungen dem Profitstreben untergeordnet werden darf, daran habe ich nach der gestrigen Diskussion um die Frage der Krankenhäuser meine immensen Zweifel. Ich kann jetzt nicht alle Punkte durchgehen aus unserem Papier, aber noch ein paar. Das Verbot von Entlassungen und Vertragslösungen bei allen Unternehmen, die Liquiditätshilfen bekommen, das gibt es nicht. Ich sage nur Lufthansa. Die Frage der Lohnfortzahlung für betreuende Familienangehörige, da hat das Ministerium geschlagene 3 Monate gebraucht, bis die auf der Webseite standen. Notbetreuung gab es nur eingeschränkt. Zu den Textungen. Nach und nach ringen Sie sich durch, jetzt Lehrkräfte, Erzieherinnen und Pflegekräfte in den Senioreneinrichtungen, ich glaube, das ist gerade auch für die Frage der alten Menschen eine ganz wichtige Frage, endlich zu testen. Aber da haben wir ständig nachfragen und fordern müssen. Allerdings, wenn die Testergebnisse für die Lehrkräfte immer und dauerhaft 6 bis 7 Tage brauchen, bis sie da angekommen sind, ist eine Quarantäne überflüssig und somit auch die gesamte Aktion. Immerhin wurden ja teilweise die Sanktionen und Leistungskürzungen beim SGB II ausgesetzt und Sozialleistungen unbürokratisch gewährt. Das könnte allerdings auch auf Dauer so bleiben. Allerdings gibt es kein Pandemieüberbrückungsgeld für Soloselbstständige. Und ich denke, hier gerade in diesem Bereich muss dringend etwas passieren. Es wäre doch eine gute Initiative, wenn wir tatsächlich ein Grundeinkommen für Kulturschaffende anführen. Das wird auch in Nicht-Pandemie-Zeiten gebraucht. Dass Sie die Schuldenbremse ausgesetzt haben, dafür haben Sie bereits unsere Zustimmung bekommen. Das muss allerdings auch in Zukunft so bleiben. Nicht nur, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern, sondern es braucht ein mittel- und langfristiges Investitionsprogramm für die Bereiche Gesundheit, Bildung, Kinderbetreuung, Wohnen, öffentlicher Nahverkehr und Energiewende. Für die Landesregierung erteile ich dem Ministerpräsidenten das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es kann nicht um Selbstbeweihräucherung gehen. Das ist das Letzte, was wir hier brauchen. Aber was wir brauchen, ist ein klares, eindeutiges Signal an unsere Bevölkerung, am besten durch den gesamten Hessischen Landtag. Das brauchen wir, meine Damen und Herren. Und dieses Signal sieht aus meiner Sicht so aus. Wir müssen alles tun, um diesen zweiten Lockdown zu verhindern.
Und nach meiner festen Überzeugung können wir das auch erreichen. Davon bin ich überzeugt. Das setzt allerdings voraus, dass wir so besonnen bleiben, wie wir das auch in der Vergangenheit gemacht haben. Das heißt auf Deutsch, lieber Kollege Rock, kein Alarmismus, kein Angstmachen, darum kann es nicht gehen, aber auch nicht leichtsinnig werden, damit wir die Erfolge, die wir erzielt haben, nicht gefährden. Und um es mal deutlich zu sagen, die Leichtsinnigkeit weniger und die Wurstigkeit weniger dürfen nicht zum Nachteil und zur Belastung für die vielen Menschen werden, die sich an die Regeln halten. Und natürlich dürfen wir mit Freude feststellen, Hessen ist bislang sehr gut durch diese Krise gekommen. Das wird ja ernsthaft niemand bestreiten. Aber wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Ein Blick auf unsere europäischen Nachbarn zeigt uns, dass Länder, die sehr harte Lockdowns hatten, z.B. Spanien, z.B. Frankreich, die wochenlang den Menschen verboten haben, überhaupt rauszugehen, die alles dicht gemacht haben, und die heute ein ganz rasantes Infektionsgeschehen, auch ein Erkrankungsgeschehen und bedauerlicherweise auch erhöhte Todeszahlen haben. Das heißt, bisher haben wir es offensichtlich in Deutschland ganz gut gemacht. Und das ist ein Grund für Dankbarkeit. Und ich bin ausdrücklich der Auffassung, dass wir immer wieder, das ist völlig richtig, erklären müssen, warum tun wir was und nach welchen Regeln gehen wir eigentlich vor. Und deshalb will ich in der gebotenen Kürze der Zeit sagen, wir haben eine ganz klare Priorität. Die Priorität Nummer eins ist, wir müssen immer darauf achten, dass unser Gesundheitswesen nicht überfordert wird. Feststellung, das hat zu jeder Zeit funktioniert. Das ist Anlass für Dankbarkeit, meine Damen und Herren. Das ist die erste Nummer. Das Zweite ist, wir müssen alles tun, damit eine junge Generation ihren Bildungsanspruch auch erhält. Das heißt, der Präsenzunterricht an den Schulen, den werden wir fortsetzen. Wenn Sie so wollen, ist das das Versprechen. Und das funktioniert auch. Zum Dritten, dass die Kitas laufen. Darüber redet kein Mensch mehr. Wenn ich mich erinnere, welche Diskussionen wir geführt haben, ich freue mich sehr, dass die hessischen Kinder und auch die Eltern und die Erzieherinnen und Erzieher es so hinbekommen, dass doch kein Mensch mehr im Moment darüber redet. Das ist gut so. Und der vierte Punkt, auch das ist klar, alles zu tun, damit unser Wirtschaftsleben weitergeht und Arbeitsplätze erhalten werden. Das sind die vier Kernpunkte. Und wenn das die Kernpunkte sind, dann muss natürlich ein anderer Bereich weniger bedeutsam sein. Und zu diesem weniger gehört der gesamte Freizeitbereich. Und lassen Sie mich zwei Bemerkungen in dem Zusammenhang machen. Meine Damen und Herren, Kollege Rock hat gesagt, man wird erst nach einiger Zeit, wann auch immer, einmal umfassend beurteilen können, wie war es denn und ist es gelungen oder nicht gelungen? Das liegt in der Natur der Dinge, eine Herausforderung, die wir noch nie hatten. Da bleibe ich bei meinem Spruch, den ich schon einmal gesagt habe. Wenn niemand weiß, wie die Verhältnisse sind, ist es nicht klug, einfach loszurennen und zu hoffen, dass man nicht an die Wand rennt. Sondern wir waren in Hessen immer so, dass wir gesagt haben, wir gehen Stück für Stück. Wir schauen uns die Entwicklung an und dann kann der nächste Schritt gegangen werden. Und ich bin sehr froh, dass wir nicht in einer einzigen Angelegenheit unseren Kurs korrigieren mussten. Das ist keine Selbstverständlichkeit, meine Damen und Herren. Und jetzt nehme ich das Beispiel mal Schule. Ich habe die Zahlen extra noch einmal mir raussuchen lassen. Wenn wir in der letzten Woche sage und schreibe 0,6% der Schülerinnen und Schüler hatten, die nicht am Präsenzunterricht teilgenommen haben, 0,6%. Wenn 0,8% der Lehrerinnen und Lehrer betroffen waren, die nicht im Präsenzunterricht waren, also beides unter 1%. Wenn wir sage und schreibe bei 1.765 oder 85 Schulen gerade mal 46 Schulen hatten, die zeitweise betroffen waren und zeitweise auch geschlossen, dann zeigt das doch, dass das, was wir dort gemacht haben, erfolgreich war. Und niemand dankt uns das mehr als die Schülerinnen und Schüler, damit sie ihren Weg für die Zukunft führen.
Also, wir bleiben besonnen. Wir nehmen die Dinge ernst. Wir erklären aber auch, warum wir was tun. Und das bedeutet, ich verstehe doch sehr gut, dass jemand gerne wieder sein normales Leben führen will, auch im Freizeitbereich. Aber wir haben keine normalen Zeiten. Und wir werden auch eine ganze Zeit lang keine haben. Und deshalb gehen wir den Weg der verantworteten Normalität. Das heißt eben, es ist nicht wie normal, aber wir versuchen, soweit das verantwortet werden kann, in allen Lebensbereichen, soweit es geht, Normalität herzustellen. Und das bedeutet, wir machen die Gaststätten nicht zu, aber wir erwarten schon, dass dort Regeln einbehalten werden. Und das bedeutet konkret, meine Damen und Herren, wenn es dort notwendig ist, dass man sich einträgt, und zwar mit korrektem Namen und Anschrift, dann ist das doch nicht eine unzulässige Belastung der Menschen. Wenn da einer hinschreibt, Peter Pan, Mondstraße 1, dann ist das nicht lustig. Das ist unverantwortlich, weil wir brauchen diese Anschrift, damit wir ihn warnen und andere auch. Und deshalb, meine Damen und Herren, werden wir in Hessen, jetzt komme ich zur Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, auch in Hessen das umsetzen. Wir werden dieses Bußgeld einführen, da müssen wir noch einmal überlegen, was die angemessene Höhe ist. Und wir werden deutlich machen, dass das ernst gemeint ist, sowohl für den Betroffenen, damit er unterrichtet werden kann, wenn es eine Infektion gab, wie aber auch zum Schutze der vielen anderen Menschen. Wir werden darüber hinaus uns zu kümmern haben um die Frage, wie gehen wir mit den Hotspots um der privaten Feiern. Dort haben wir bundeseinheitlich eine Regelung gefunden, dass wir gesagt haben, in öffentlichen Einrichtungen, Bürgerhäusern oder was auch immer, oder auch in angemieteten Bereichen, wollen wir abhängig von der Inzidenz, also 35 pro Woche oder 50, eine Grenze einziehen, wo wir sagen, das ist das Höchstmaß der Besucherinnen und Besucher. Das kann man im Einzelfall anders machen. Dann muss man beim Gesundheitsamt das vorher anmelden, mit Daten und all dem, damit die Rückverfolgung möglich ist. Hinsichtlich der ganz privaten Angelegenheiten in der eigenen Wohnung haben wir uns entschieden zu sagen, wir empfehlen dringlich, dass wir uns dort auch an diese Größenordnungen halten. Wir haben das nicht Bußgeld bewährt. Wir wollen ganz bewusst auch Vertrauen den Bürgerinnen entgegenbringen und den Bürgern. Dort ist auch in aller Regel nicht unser Problem. Unser Problem sind Massenhochzeiten mit Hunderten von Leuten, die über 3 Tage gehen und anschließend die Gesundheitsbehörden vor der Frage stehen, wer war da und in der Regel sie keine Antwort bekommen. Das müssen wir besser in den Griff bringen, meine Damen und Herren. Und das ist jetzt die Brücke zu. Herr Ministerpräsident, Sie wissen, dass die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Ich komme gleich zum Schluss, Frau Präsidentin. Aber das will ich einfach noch einmal sagen. Es bleibt bei den Regeln, die wir in Hessen haben. Wir werden in unseren Stufenplan das, was ich eben gesagt habe, integrieren. Kollege Klose hat Anfang Juli mit den Kommunalen allen diesen hessischen Stufenplan vereinbart. Manche Länder haben so etwas bis heute noch nicht. Und das war sinnvoll, weil es den Kommunen vor Ort die Chance gibt, rasch, genau, punktgenau entsprechend zu handeln, und zwar schon viel früher, als diese großen Inzidenzzahlen angeben. Deshalb können wir heute sagen, ja, wir sind bislang gut durchgekommen. Viele Maßnahmen haben sich als klug erwiesen. Manche wird man später beantworten können. Aber dass Hessen allen Anspruch hat darauf, dass, oder die Bürgerinnen und Bürger, dass wir diesen Weg konsequent weitergehen, dass wir Ihre Sorgen ernst nehmen, dass wir nicht mit Angst argumentieren, aber sehr mit Vernunft. Diesen Plan haben wir, den gehen wir auch weiter. Und das bedeutet, wir wollen Weihnachtsmärkte, nicht wie immer, aber in besonderer Weise. Wir machen vieles möglich. Nicht alles geht, aber vieles unter den Bedingungen der Pandemie. Und deshalb bleibt es dabei, verantwortete Normalität nach ganz besonders klaren Kriterien. Ich glaube, das ist uns insgesamt gut bekommen. So machen wir weiter. Für die SPD-Fraktion darf ich die Fraktionsvorsitzende Frau Faeser nach vorne bitten.
bezogen haben. Sehr geehrte Frau. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Also, ich würde ja als Oppositionsführerin dem Ministerpräsidenten für so ein wichtiges Thema mehr Zeit einräumen, aber das entscheidet offensichtlich Schwarz-Grün, meine Damen und Herren. Deutschland hat diese Pandemie bislang gut gemeistert. Und das ist vor allen Dingen auf die Disziplin der Menschen zurückzuführen. Und deshalb gilt unser Dank heute all diesen disziplinierten Bürgerinnen und Bürgern in unserem Land. Nun entwickeln sich die Zahlen der Neuinfektionen mit Covid-19 aber leider wieder nach oben. Aber, das ist auch schon gesagt worden, zum Glück, und das muss man heute hier auch festhalten, sind die schweren Fälle, die intensiv betreut werden, nicht im selben Maße gestiegen. Und das ist auch eine gute Nachricht. Wir haben in den letzten Monaten viel dazugelernt und wissen nun viel besser, mit dem Virus umzugehen. Ich denke, ein wichtiger Beitrag sind sicher die AHA-Regeln, Abstand halten, Hygienemaßnahmen, Alltagsmasken. Und das sollten wir auch beibehalten, meine Damen und Herren. Wir stehen kurz vor einer weiteren Urlaubswelle und der Winter naht, was die Ansteckungsgefahr allerdings erhöhen wird. Vorrangiges Ziel, Herr Ministerpräsident, da bin ich mit Ihnen einer Meinung, muss sein, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Es muss unser gemeinsames Ziel sein, die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen im Präsenzbetrieb weiter zu betreiben. Und es geht auch darum, die Wirtschaft nicht noch weiter zu gefährden, meine Damen und Herren. Nun sieht Ihr gemeinsamer Beschluss von vorgestern vor, dass es einen strategischen Dreiklang geben darf. Ich darf daraus zitieren aus dem Beschluss der Ministerpräsidenten: Abstands- und Hygienemaßnahmen, einem konsequenten Test- und Nachverfolgungsregime sowie der gezielten Reaktion auf besondere Ausbruchsgeschehen. Jetzt will ich aber sagen, hinsichtlich der Teststrategie hat Hessen noch viel Luft nach oben, meine Damen und Herren. Wir wissen nicht, wie es mit der gezielten Teststrategie nach den Herbstferien an den Schulen weitergehen soll. Gibt es nach wie vor anlasslose Testungen von Lehrpersonal und in Kita-Tagesstätten? Der Sozialminister konnte es gestern Abend nicht beantworten, Herr Ministerpräsident. Also, wo ist Ihre Teststrategie? Ich hatte gehofft, dass Sie heute etwas dazu sagen werden. Wo ist die Teststrategie für die Kinder, die demnächst wegen der Jahreszeit mit Schnupfen in die Einrichtungen kommen werden? Herr Ministerpräsident, wir hatten erhofft, dass Sie dazu heute etwas sagen. Und das ist unsere berechtigte Kritik. Sie kümmern sich nicht um einheitliche Standards. Sie überlassen vieles vor Ort, Sie delegieren es nach unten. Sie machen eine Verordnung, die dann umgesetzt werden soll. Die Gesundheitsämter vor Ort sollen entscheiden, und sie entscheiden sehr unterschiedlich. Es gibt in Schulen, in Klassen, das eine Kind, was Kontakt zu einer Person hatte, die Corona hat, das geht in Quarantäne. Das nächste Kind kommt aus dem benachbarten Landkreis, das geht nicht in Quarantäne. Wie kann denn das sein? Sie müssen dort mehr Hilfestellungen geben. Mehr Hilfestellungen, mehr Vorgaben. Und, Herr Bouffier, Sie sprechen gerne vom klaren Kurs. Genau der fehlt in Hessen seit Beginn der Pandemie. Wo ist der klare Kurs bei den Schulen? Wo ist der klare Kurs bei den Kitas? Und wer ist der klare Kurs vor allen Dingen für die Arbeitsplätze in Hessen? Herr Ministerpräsident, auch heute dazu wieder nichts. Und ich nehme mal an, Sie werden ja, wenn Sie es nicht selber machen, werden das andere tun, auch die Nachrichten lesen, zum Beispiel heute wieder über den Luftverkehr. Der größte Arbeitgeber Deutschlands, die deutsche Lufthansa, hat heute empfohlen, ihren Pilotenanwärtern ihre Ausbildung nicht zu Ende zu führen. Es ist dramatisch, was in der Luftverkehrsindustrie gerade vor sich geht, und das betrifft vor allen Dingen auch Hessen. Und da haben wir erwartet, dass der Ministerpräsident heute zumindest etwas zum Luftverkehrsstandard sagt, wenn der Wirtschaftsminister es am Dienstag schon nicht getan hat, meine Damen und Herren.
Und Sie haben heute zu Ihrem Beschluss etwas gesagt. Ich teile die Einschätzung, dass es von den Menschen nicht zu viel verlangt ist, ihre richtigen Angaben zu machen beim Restaurantbesuch. Aber die Frage ist ja, wie setzen wir das denn durch? Wie soll denn durchgesetzt werden, ein Bußgeld in den Restaurants? Sollen die Ordnungsämter dann angerufen werden, vor Ort kommen und dann den Menschen das Bußgeld ablegen? Also wie soll denn das funktionieren? Auch dazu hätten wir uns heute etwas gewünscht, meine Damen und Herren. Der Ministerpräsident hat in der Presse angekündigt, das hat er heute nicht mehr gesagt, dass die Bars und Diskotheken möglichst eröffnet werden sollen. Wir teilen das, wir sehen das genauso. Sie diskutieren das nur. Aber Sie haben heute gesagt, so viel Normalität wie möglich. So, das finden wir richtig, aber dafür passieren an ein paar Stellen nichts. Wo ist die Normalität für die Veranstaltungsbranche? Wo sind die Lockerungen dort, die andere Bundesländer vollzogen haben? Wo gibt es Unterstützung für die Solo-Selbstständigen wie in Bayern oder NRW? Wo gibt es, und das ärgert mich wirklich, wo gibt es die Normalität und die Vorgaben für die Schausteller, meine Damen und Herren? Sie haben eben gesagt, die Weihnachtsmärkte soll es geben, und das ist auch gut so. Aber Ihnen liegt persönlich, Herr Ministerpräsident, seit Juli ein Gutachten der Schausteller vor, auf das es bis heute keinerlei Reaktion gibt. Heute ist der 1. Oktober, und die Vorbereitung der Weihnachtsmärkte, Herr Ministerpräsident, muss jetzt vorbereitet werden. Wenn das nicht passiert, dann passiert gar nichts. Und wenn dann jetzt wieder kommt, das ist ja Aufgabe der Kommunen, nein, ist es nicht. Das ist das, was wir hauptsächlich bemängeln. Es muss von Seiten der Landesregierung Konzepte geben. Es gibt. Frau Kollegin, das machen wir doch. Nein, das machen Sie nicht. Ich bitte von der Regierungsbank keine Äußerungen zu tätigen. In Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen gibt es gute Konzepte. Die haben auch schon gute Märkte durchgeführt im Vergleich zu Hessen. Wenn Sie schon nicht auf mich hören, Herr Ministerpräsident, dann hören Sie auf die VAU, auf die hören Sie sonst. Sie haben gestern das Gleiche erklärt. Tun Sie etwas für die Schausteller, für die Familien, für die Arbeitsplätze. Herr Ministerpräsident, nehmen Sie Ihre Aufgabe wahr, machen Sie ordentliche Vorgaben, lassen Sie die Leute in Hessen nicht alleine jetzt bei der Vermeidung der zweiten Welle. Und, Herr Ministerpräsident, schöne Worte alleine helfen den Menschen nicht. Wir brauchen aktives Handeln einer Landesregierung. Applaus